Da sind wir wieder. Guten Tag. Auch wenn es uns alle überrascht, ist es schon wieder ein Jahr rum. Deswegen sitzen wir schon wieder hier. Genau, und ich glaube, dieses Jahr ist es extrem geteilt, wenn ich mit den Leuten spreche. Wir hatten, glaube ich, vor, ist das inzwischen 6, 7 Jahre her oder so, wo alle so die Phase hatten, Gott, dass dieses Jahr endlich rum ist, meine Güte, schnell, schnell Silvester, schnell, schnell viele Raketen abzünden, damit das Jahr weg ist und das nächste kommen kann und besser wird. Und dieses Jahr ist es aber sehr geteilt. Ich habe Leute, die haben genau diese Stimmung getroffen. Ich habe Leute, die alle so, ja, nö, wieso, war doch gut. So, wie ist denn bei euch? Also Hände hoch. Diejenigen, die lieber morgen das neue Jahr hätten als übermorgen. Und die für dieses Jahr noch eine Woche dauern könnte. Ja, das war ein gutes Jahr. Das sind die Leute, die ihre Deadlines noch nicht geschafft haben. Gut, da sind wir wieder. Also Security Nightmares Nummer 11, diesmal mit vor 10 Jahren Kategorie. Wir machen das wie immer, früher hatten wir danach Hacker-Geoparty, ne? Das ist inzwischen schon eine Weile her, und dann haben wir immer gesagt, wir leiten jetzt den lustigen Teil des Abends ein, jetzt leiten wir den Abschluss ein und hören natürlich etwas auf, ernsthaft zu sein, ist klar, aber an dem Told-You-So-Karma zu arbeiten, ist natürlich immer gut. Und dafür sind wir hier. Speziell fürs Wohlbefinden. Genau. So, wobei ich auch immer den Eindruck habe, dass dieses Vorgewarntsein hilft nicht mehr immer. Manchmal hilft es nur noch dazu, nicht überrascht zu sein. Aber das ist ja kaum zu unterscheiden von einem guten Pokerface. So. Es hilft einem also vielleicht nicht immer in der Außendarstellung. Naja, manchmal hilft es schon, nämlich genau dann, wenn du dann einen Schritt beiseite trittst und über die anderen lachen kannst. Ja, man ist entspannter, das ist sicherlich so. Wobei, was wir nicht tun können, weil uns die Folien verloren gegangen sind von vor 10 Jahren, wir dachten, wir machen einen Kohl und legen einfach die Folien von vor 10 Jahren auf und gucken, ob es einer merkt. Aber ich habe, als ich die Folien vom letzten Jahr durchgeschaut habe, habe ich auch den Eindruck gehabt, eigentlich könnte ich dasselbe nochmal vortragen, nur schreiend. Weil es hat uns letztes Jahr offensichtlich keiner zugehört. Also nicht von denen da draußen. Ja, vielleicht ist es mittlerweile wie bei den Politikern, dass der Handlungsspielraum so gering geworden ist, dass man sozusagen nur noch da so wie das Kaninchen auf die Schlange in die Scheinwerfer guckend da sitzt und sagt so, ah! Ja, vielleicht ist das so. Okay, also, wir fangen mit der Rückschau an, wie immer. Wir haben die Kategorie E-Government Fortschritte. Wobei wir Fortschritt verstehen als Fortschritte bei der möglichst weitgehenden Datenerfassung des Einzelnen und der möglichst weitgehenden elektronischen Regulierung des Alltags. Genau, und man kann da ja immer so schlecht reinschauen, was die Regierungen wirklich tun. Und deswegen haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit, die Fortschritte im E-Government tatsächlich zu messen, also Real World Impact, nämlich wie viele Daten sie verlieren. Also man hat ja sonst relativ wenig objektive Messgrößen, so. Also dass irgendwelche Antragsbearbeitung oder ähnliche Dinge, die man sich so traditionell unter E-Government vorstellt, irgendwie schneller geht. Davon der Illusion hat man sich, glaube ich, spätestens seit dem Begriff papierloses Büro gelöst. Der auch schon eine Weile her ist. Erinnert euch mal, es war mal ein Cebit-Motto, ne? Das ist schon richtig lange her. Und deswegen messen wir E-Government traditionell in der Menge an weggekommenen Daten. Genau. Und da haben wir einen neuen Spitzenreiter. Ganz klar, nachdem England lange vorne lag, und zwar mit im Wesentlichen, glaube ich, Bürgerdaten, ja, hat sich. Bisschen Militär war auch. Bisschen Militär, aber nur ein bisschen. Ne? Ja, ein bisschen, ja. Und im Wesentlichen mit Bürgerdaten, die dann, ne, in der Post verloren gegangen sind oder so, haben sich jetzt die USA an die Spitze gesetzt mit Regierungsdaten. Das finden wir in mehr als nur einer Hinsicht begrüßenswert.
Ja, es ist ja nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu messen. Und also da sind wir doch sehr optimistisch für die Zukunft des E-Governments. Also die weitgehende Digitalisierung aller Regierungslebensbereiche bietet auf jeden Fall eine Menge Hoffnung für Fortschritt in diesem Bereich. Genau, ich meine, und die USA, die machen weiter. Also die sind ja da weiter vorn dabei. Wer mal eingereist ist dort in der letzten Zeit mit den Nacktscannern und mit den Fingerabdrücken und mit allem Möglichen, was sie inzwischen von einem wissen wollen, häufen die da eben weiterhin große Datenberge an, die nur darauf warten, wegzukommen. Gut, in England haben sie dafür mal wieder jemanden 4 Monate in den Knast gesperrt, weil er ein Passwort nicht rausrücken wollte. Ist zum Glück momentan ist England das einzige Land der noch halbwegs zivilisierten Welt, wo es solche Gesetze gibt, dass man sich einer Straftat schuldig macht, wenn man nicht sein Passwort rausrückt. In Deutschland entgegen anderslautender Gerüchte nur nochmal als Sicherheitshinweis, falls ihr in die Verlegenheit kommt im nächsten Jahr, ihr müsst euer Passwort nicht rausrücken, auch wenn sie noch so lieb fragen. Die Antwort darauf lautet, ich würde gerne meinen Anwalt anrufen, das ist mein Passwort. Das ist das Passwort, das die erste Ebene der TrueCrypt-Multilayer aufmacht. Da finden dann die Ermittler die Telefonnummer von dem Anwalt. Gut. Cyberattacken sollen zum NATO-Bündnisfall werden. Ja, das macht einen immer so ein bisschen sprachlos, wenn man dann so sieht, wie so Militärs jetzt anfangen, irgendwie auch Internet zu haben und dann plötzlich gleich erstmal denken, so dann muss man doch gleich die alten Doktrinen und sonstigen Dinge auf die neue Welt applizieren und dann gleich von Cyberwarfare und all solchen Dingen reden. Und jetzt einen digitalen Wecker. Und die NATO hat ja nun verkündet, ja, also wenn wir elektronisch angegriffen werden, dann ist es ein Bündnisfall und wenn der Bündnisfall eintritt, müssen alle NATO-Länder dem angegriffenen NATO-Land zu Hilfe eilen mit irgendwie allem, was sie haben an Mitteln. Und die interessante Frage, um die sich dann da mal so die Diskussionen drehen, sind zum einen so, von wem werden wir eigentlich gerade angegriffen? Die Frage besorgt sie doch sehr. Und dann ist die nächste Frage so, woher wissen wir eigentlich, dass es ein Angriff ist und nicht ein Unfall? Und was definieren wir als Angriff und an welchem Punkt überschreiten wir die Schwelle, um einen Angriff als Bündnisfall zu werten? Und diese Diskussionen finden da gerade länglich und dreckig statt und kommen nicht so richtig zu Ergebnissen, weil nun ja, es ist halt ein wenig schwierig zu sagen, von wem man gerade angegriffen wird, ob es ein Angriff ist oder ein Unfall ist oder eine technische Gegebenheit. Jedenfalls, wenn wir da so im Rückschau des Jahres 2010 und sicherlich als das Jahr merken können, in dem diese Militärs angefangen haben, mit ihrer komischen Cyberwar-Ideologie alles so ein bisschen dreckig zu machen. Ja, gibt es hier einen Kriegsberichterstatter, Fotografen unter uns? Habt ihr euch schon überlegt, wie ihr davon Fotos macht? In ihrem eigenen Blut schwimmende Server? Na, wenn der Bündnisfall ausgerufen wird, dann kann es durchaus auch qualmende Rechenzentrumsruinen geben. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Ansonsten muss man nochmal Wag the Dog gucken und dann das versuchen zu übertragen. Der elektrische Personalausweis hat uns ja dieses Jahr eine Weile beschäftigt. Wir haben ja vor einem Jahr, was irgendwie einige Leute ganz schön aufgeregt hat, gesagt, dass sie eigentlich erwarten, dass so um diese Zeit der elektronische Personalausweis irgendwie filetiert und gefriergetrocknet sein sollte. Nun, wie es immer so ist mit solchen Behördenprojekten, die sind immer ein bisschen spät dran. Und dann sind wir halt auch ein bisschen später dran. Und die Angriffe, die bisher gegen den elektronischen Personalausweis gezeigt wurden, waren halt so, dem Niveau dessen entsprechend, was da momentan halt zu sehen ist. Also ab 6. Wiedervorlage 6. Januar. 6. Januar ist Wiedervorlage, da gibt es nämlich dann die Personalausweis ab zum Mal wieder runterladen, nachdem sie schon in der ersten Runde am ersten Tag kaputt ging. Also wir hoffen, dass es diesmal vielleicht eine Woche ist oder so.
Das war jetzt aber kein Versprechen, ne? Nee, nee. Es war sozusagen, ich verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass sie mindestens eine Woche halten möge. Das ist doch irgendwie eine positive. Gut, also vielleicht sind sie auch besser. Wir werden sehen. Klar ist jedenfalls, der Personalausweis wird uns auch im nächsten Jahr noch beschäftigen, da werden wir noch ein bisschen zu spielen haben. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Sollte es eine Hotline geben, oder? Und gab es die je oder ist die schon abgesagt worden, bevor sie überhaupt angeschafft wurde? Ich habe jetzt was von gelesen, Sie wollen dann irgendwie Leuten E-Mails schicken. Oder war schon jemand von euch hier und musste da ans Telefon gehen? Also. Und möchte uns was erzählen? Gibt es Mitarbeiter der Anti-Botnet-Hotline? Nein. Ihr könnt euch auch anonym melden. Genau, also vielleicht können wir da dann ja... Oder hat schon mal jemand eine E-Mail von der Anti-Botnet, von dem Anti-Botnet-Programm seines Internet-Service-Providers bekommen? Ja, ich weiß nicht genau, also vermutlich. allein durch Inbetriebnahme vermutlich. Also die Leute, die im Club ans Telefon gehen, die... Also ich rede jetzt nicht so von einzelnen Unis oder so, sondern so von so großen ISPs, die ja versprochen haben, so 1&1 und so, die haben ja versprochen, dass sie ja an diesem Programm teilnehmen wollen, um anhand von Netzwerkanormalitäten zu detektieren, ob ihre Kunden betroffen sind davon, dass sie von Botnets infiziert sind, um diesen Kunden dann eine E-Mail zu schicken, die der auf diesem Rechner installierte Bot selbstverständlich auf gar keinen Fall löschen wird. Also die RWTH Aachen hat ein System laufen, wo die mehreren 10.000 Studenten und Mitarbeiter automatisch informiert werden, wenn solche Bots oder so unterwegs sind. Also pro Rechner dann angepasst. Naja, also damit kann man sicherlich auch noch eine Menge Spaß haben mit Falschalarmen und echt solchen Dingen. Ja. Also man stelle sich nur mal vor, die Leute laden ja auch legitime Software herunter. Naja. Nur noch was im Katalog ist. Ja, ausdrucken und hier hochbringen. Research in Motion. Also zu Deutsch BlackBerry? BlackBerry versus Indien, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Das war ja sehr spannend. Ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, wo es hieß, das ist ja die beste Werbung, die Sie sich wünschen können, wenn man als so sicher dargestellt wird, dass diese ganzen Regierungen da alle drohen müssen. Und eine Backdoor haben wollen. Eigentlich nur, ist es nur so lange gute Werbung, bis man dann einknickt, ne? Ja, die Frage ist, ob der Rest der Welt sich nicht die Frage stellt, warum die USA keinen Druck auf sie ausüben. Müssen. Ja. So, und die, also interessant wird es ja, dass also BlackBerry keine Backdoors drin hat, finde ich irgendwie einigermaßen unglaubwürdig. Und das heißt nicht Backdoor, das heißt Lawful Interception Interface. Naja. Also solche Interfaces gibt es ja zum Beispiel auch bei ISDN und wenn man dann so in die Etsy-Spezifikation guckt, da steht dann drin, dass bis zu 5 Bedarfsträger gleichzeitig einen Anschluss abhören können müssen, ohne dass sie davon gegenseitig beeinträchtigt oder voneinander erfahren. Ich kenne Leute, bei denen ist diese Zahl garantiert überschritten. Die Frage ist, was passiert dann? Und wann werden wir solche Standards für sowas wie BlackBerrys sehen? Ja, also wie genau diese technischen Hintergründe des neuen Zugriffs von den Regierungen dieser Länder auf die BlackBerry-Nachrichten sein werden, da hoffen wir dann mal auf den nächsten Leak einer Spezifikation. Genau. Oder eine Kellerdemonstration. Wobei, es gibt ja auch die andere irregeführte Fraktion, die dann hämisch ist. Und sagt so, RIM kriegt es jetzt auch mal verpasst. Das sind die, deren Software Ihnen auch nicht Bescheid sagt, wenn da irgendwo ein Man in the Middle mit einem gültigen Zertifikat dazwischen hängt. Ja, also da wiegen sich, glaube ich, viele in falscher Sicherheit. Ja, diese ganze Zertifikats-Man in the Middle-Problematik ist ja 2010 zum ersten Mal so richtig hochgekommen. Also jetzt im Sinne von so Mainstream geworden, so bekannt war es natürlich schon sehr viel länger, dass es geht.
Aber so kann mich erinnern, dieses Jahr war so das erste Mal, dass auch eine Menge Leute, die sonst nicht so besonders paranoid sind, mal angefangen haben, durch die Liste der Zertifikate in ihrem Betriebssystem und ihrem Browser zu scrollen und sich zu fragen, so, warum um alles in der Welt muss irgendwie die türkische Telekom Authority irgendwie auf meinem Rechner ohne Nachfragen Kram installieren können dürfen per Zertifikat. Ja, ich glaube, die Mozilla-Leute sind ja auch dieses Jahr mal durch ihre, ich weiß nicht, ob die das jedes Jahr machen, aber dieses Jahr sind sie mal durch ihre Liste der Root-Zertifikate durchgegangen, die standardmäßig in Firefox und so weiter drinstecken, und haben ein Zertifikat gefunden, das konnten sie nicht zuordnen. Und, ja, später hat sich dann doch RSA dazu bekannt, es wäre wohl von ihnen. Aber man könne es löschen, es hätte nie, wäre nie benutzt worden. Okay. Ja. Also da muss eigentlich die Forderung her, nicht? Dass jedes Mal, wenn sich das Zertifikat von irgendwem wechselt, dann möchte ich da eigentlich schon Bescheid wissen. Und im Moment kenne ich nur ein Plugin, das heißt Certificate Patrol for Firefox, und ansonsten habe ich noch nichts gesehen. Ja, und also eigentlich braucht man das auf Betriebssystemebene, oder? Ja, eigentlich möchte man tatsächlich Software haben, die einem Bescheid sagt, wenn sich Zertifikate ändern, auch wenn sich zum Beispiel Self-Sign-Certificates ändern, die ja durchaus häufig in unserer Community in Benutzung sind. Niemand guckt da rein und merkt sich diese langen Strings. Das soll bitte eigentlich ein Stück Software tun. Warum es das nicht tut, habe ich bis heute nicht verstanden. Ja, ist ja auch unter Berücksichtigung des nächsten Punktes. Genau, wir haben Hinweise darauf, dass tatsächlich in Deutschland trotz der Verfassungsgerichtsentscheidung zum Bundestrojaner staatlicherseits Trojaner eingesetzt werden, und zwar spezifisch vom Zollkriminalamt. Jetzt überlegen wir kurz, das Zollkriminalamt befindet sich unter der Ägide des Finanzministers, und unser Finanzminister ist ein ehemaliger Innenminister, nämlich der Herr Schäuble. Und wir haben Hinweise darauf, dass in mindestens zweistelliger Anzahl diese Trojaner eingesetzt werden für die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung, das heißt dafür, dass abgehört wird auf dem Computer. Angeblich sollen diese Trojaner dann halt keine weiteren Auswirkungen auf Daten auf diesem Computer haben, also sprich nicht in der Lage sein, die Daten auf diesem Computer zu lesen, was jeder, der mal irgendwie sich einen Trojaner angeguckt hat oder auch nur ein Stück Software geschrieben hat, vollständig unglaubwürdig finden wird. Naja, also da werden wir wohl im Jahre 2011 nochmal eine ganze Menge mit zu tun haben. Falls jemand merkwürdige Dinge auf seiner Festplatte bemerkt, die zum Beispiel irgendwie Skype-Schlüssel nach draußen schickt, dann schickt uns die Bits einfach im braunen Umschlag. Wir gucken sie uns gerne an. Genau, zweistellig, ne? Mindestens ja, zweistellige Anzahl, ja. Gut, und auch schön fortschrittlich, muss man sagen, fortschrittlich war die Fortschritte in den Public-Private Censorship-Maßnahmen, die weltweit gegen alles Mögliche eingesetzt wurden, wo es dann ja einfach inzwischen Trend zu sein scheint, dass man nicht erst ein Gesetz macht, wenn man auch einfach irgendeinen Senator nehmen kann, der irgendwo anruft, und dann werden irgendwie PayPal-Konten dicht gemacht oder so. Ja, also dieses Bewusstsein dafür, dass die Infrastruktur, auf der wir unsere Meinungsfreiheit ausüben, sich zum großen Teil in privater Hand befindet und eben auch anfällig ist dafür, dass eben selbige private Hand oder private Hände es möglicherweise nicht mögen oder sich eben einer Regierung beugen, ist, denke ich mal, dieses Jahr doch etwas stärker entwickelt worden als vorher, wo alle immer noch davon ausgegangen sind, das sind doch nur Internet-Service-Provider, warum sollten die denn halt irgendwie jemand von den Servern runterschmeißen? Ja, und dass ein Internet-Server-Provider tatsächlich darauf wartet, ein von einem Richter unterschriebenes Dokument zu bekommen, bevor er was tut. Das tun die ja offensichtlich nicht. Nee, also das ist halt man sollte sich tatsächlich seine Internetanbieter und auch seine Zahlungsanbieter danach aussuchen, ob sie sich halt eng und nachdrücklich an den Buchstaben des Gesetzes halten oder ob sie lieber sich bücken, wenn ein US-Senator anruft und sagt, springt. Ja, dann gab es natürlich auch schwere Rückschläge, möchte man meinen. Bei der Verdatung der Bürger. Ja. Teilweise ernsthaft. Also ernsthaft, also nicht so ernsthaft, mehr so nochmal nachtreten war das hier. Da gab es in England ja diese Form Software-Geschichte letztes Jahr. Also wo es sich darum handelte, sind so transparente Proxys, die im ISP-Stream sitzen und zum Beispiel Werbebanner rewriten.
und bei der Gelegenheit noch jede Menge Userdaten abgreifen. Und die wurden dann irgendwann verboten, glaube ich, in Großbritannien, und die EU hat dann nochmal hinterhergetreten wegen Datenschutz. Ja, und sie schön verklagt jetzt. Und was wir da vergessen haben, ist im Übrigen, dass die Großbritannien dann noch einen weiteren ernsthaften Rückschritt hat. Die haben nämlich ihre ID-Card, ihr ID-Card-Projekt aufgegeben. Stimmt. Na, also es gibt dann tatsächlich auch noch Regierungen, die manchmal sich an ihre Wahlversprechen dunkel noch erinnern, auch nach einem halben Jahr, so selten es auch ist. Genau. Auch ein extremer Rückschlag waren die entsprechenden Aufstellungen von diesen Vorratsdatenspeicherungshürden. Also nicht mehr so schön speichern zu können, wie man sich so denkt, ist also einfach doof fürs E-Government. Ne? Also das kann man eigentlich klar sehen. Da ganz traurige Entwicklung. Ja. Auch eine traurige Entwicklung waren die Rückschritte bei der Verbreitung von Wahlcomputern. Jetzt, wie wir gelernt haben, in Indien wird es da auch eine große Rückschrittwelle geben im nächsten Jahr. Genau, und Brasilien auch, war das? Brasilien? Na, Brasilien wissen wir noch nicht genau. Okay. Vielleicht ist Brasilien ja hart und hält durch und setzt Wahlcomputer ordentlich durch. Genau, ein Licht in der Dunkelheit. genau, und dann war ja der Brüller, aber das war schon in der Nord ja. News Show. Dass die Nachverhandlungen ergeben haben, dass die Amerikaner nur die europäischen Daten wollen. Die wollen garantiert einfach nur einen Backup haben. Ne? Also die wollen einfach nur sicherstellen, dass die Daten nicht verloren gehen. Also insofern. Genau, falls uns das hier auf unserem Kontinent verloren geht, dann finden wir es drüben wieder. Dezentrale Datensicherung nennt man das. Nicht? Ja. Genau. Mhm. Okay, Datenverbrechen war ja letztes Jahr groß drin. Und da musste man ja viele Namen nennen und so. Inzwischen ist es ja fast allgemeines Tagesgeschäft. Und die Industrie macht sich jetzt Gedanken darüber, wie man damit umgeht, wenn man Daten findet. Oder wenn man weiß, dass bestimmte Daten weggekommen sind und so weiter und so fort. Und wie man dann dem End-User dieser Daten oder Besitzer oder wie auch immer oder den Betroffenen mitteilt. Datenspender ist das Wort. Was? Dem Datenspender. Dem Datenspender, ja. Dass die Daten weggekommen sind, was ich erstmal sehr positiv finde, weil das ja doch sonst immer sehr überraschend ist, wenn man plötzlich diese extra Abbuchungen hat oder so. Aber das sind natürlich auch interessante Fragestellungen, nicht? Was mache ich denn? So eine Kreditkartendaten kann man ja noch ganz gut zuordnen. Das ist von der Kreditkartenfirma ausgegeben worden und die wird sicherlich die Telefonnummer von dem User haben, von dem Spender haben. Und bei anderen Sachen wird es dann deutlich schwieriger. Weil ich kann ja keine E-Mail an jemanden schreiben, dessen E-Mail ich gefunden habe, dass seine E-Mail weggekommen ist. Zumal, wenn er vielleicht dann seine E-Mail gar nicht mehr lesen kann, weil sie ja weg ist. Naja, eben. Ja. Ja, also in den USA gibt es da gerade eine große Industrie, die sich da bildet, weil da ist das Problem mit dem kalifornischen Gesetzen, ne? Ja, in Kalifornien gibt es Gesetze und in anderen Bundesstaaten auch, dass die Unternehmen, denen die Daten dann weggefunden wurden, den Betroffenen mitteilen müssen, dass ihre Daten weggekommen sind und ihnen irgendeine Art von Kompensation offerieren müssen, die sich dann meistens daran erstreckt, dass sie ihnen für ein Jahr einen Credit Monitoring Service oder einen Identity Theft Prevention Service oder sowas bezahlen, also so ein Bullshit. Und da hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr hatten wir diesen, der Präsident von einem von diesen Services hatte mal seine Social Security Nummer auf ein Plakat gedruckt und gesagt, so mein Identity Theft Prevention Service ist so toll, dass man da, also dass ich persönlich meine SSN da aufschreiben kann. Dann ging das Ganze irgendwie in 4chan und dann musste man, glaube ich, umziehen und hatte. Okay. Über den nächsten gehen wir vielleicht einfach lachend hinweg oder so. Genau. Oder auch nicht. Also Street View und WLAN-Scanning und alles, ja, findet statt, ne? Der Erwähnung fand ich noch diese Homeview-Bewegung oder das neue Berufsbild des Cyber-Spanners, institutionalisiert, so wie wenn das in den USA Schulen machen, die Laptops mit Webcam verteilen und dann eine
Theft Prevention Software installieren und die dann getestet wird. Sicherlich waren das nur Tests im Feld bei den Kindern in den Zimmern. Und hier in Deutschland gab es auch, glaube ich, einen Fall, wo jemand es geschafft hat, 150 Laptops von Schülern genau, zu verseuchen und sich dann an den Webcam-Bildern zu erfreuen. Ja. Ja, das Internet-Normalitäts-Update, die Scareware ist jetzt bei 15% aller Malware. Scareware ist das, was einem irgendwelche Pop-ups macht, die einen dahin bringen sollen, dass man Software installiert, weil man sich jetzt fürchtet. Ich finde das einen extrem negativen Trend. Also Ihr System ist verseucht, wollen Sie es jetzt entseuchen? Ist denn der typische Pop-up, der da so kommt, und dann, damit man sich sein System noch gründlicher verseuchen kann. Genau. Und ich finde das extrem traurig. Ich möchte zurückblicken auf vor 10 Jahren. Da gab es nämlich noch eine andere Bewegung, nämlich den I-Love-You-Virus. War wenigstens mal positiv, lebensbejahend und wenigstens was Erfreuliches. Der hatte eine andere Message. Ja? Und ich kann mich noch an den einen Dialog erinnern mit dem Menschen, der meinte, also ich habe diese Mail gekriegt und sie kam von meiner Freundin und ich habe mir deswegen extra Outlook installiert, damit ich sie aufmachen konnte. Ja, also Scareware, ich kann nur sagen, das ist der falsche Weg. 41% der Benutzer verändern ihr Passwort nicht, wenn sie dazu nicht gezwungen werden. Okay. Und wer hat sein Passwort seit einem Jahr nicht gewechselt? Genau. Ja, welches? Genau. Das Wichtige. Das wichtige Passwort, meine Güte. Websites, die Malware ausliefern, sind inzwischen meistens Opfer. Letztes Jahr waren wir noch bei der Hälfte. Dieses Jahr hat das Umweltbundesamt auch Malware ausgeliefert. Also interessanterweise mittlerweile auch über Werbung, also über Werbung, die halt über die normalen Werbenetzwerke geschaltet wird, werden dann halt verseuchte Banner ausgeliefert, die Browser hops nehmen. Insofern ist das der Betrieb eines Adblockers mittlerweile eine Sicherheitsmaßnahme. Ganz klar. Ja. Wer weiß überhaupt noch, wie das Internet mit Werbung aussah? Ah, ihr arbeitet also bei Werbeagenturen? Nee, das sind die iPad-Benutzer. Ach so. Ja, da hatten wir eine kleine Diskussion darüber. Also in den Studien steht, das Phishing wird immer professioneller. Und dann nur 6.800 Fälle von Identitätsdiebstahl in Deutschland. Also kann jetzt natürlich sein, dass BKA blind und taub ist, aber irgendwie. Ja, in den USA sollen es 11,7 Millionen sein. Also irgendeine von den beiden Zahlen stimmt nicht. Ja. Ganz offensichtlich. Oder das Konzept der Social Security Number ist noch schlechter, als wir je gedacht haben. BKA interne Zahlen vielleicht. Ja. Wobei auch jemand meinte, wieso das Phishing wird immer professioneller. Nein, die Webseiten der Firmen sehen immer mehr aus wie die der Fischer. Also, ihr kennt doch bestimmt alle diese, wie heißen die, Sofort Giropay oder wie sie da alle heißen. Da gibt es so diverse Iterationen dieser Begriffe für Sofort Pay und Giro. Und wo man dann von der Webseite, wo man eigentlich gerade einkaufen möchte, dann auf so eine andere Webseite, die dann so hochpoppt, umgeleitet wird. Und also ich frage mich ja, wenn die Leute mit sowas durchkommen, ne, also dass so eine Webseite, die dann wirklich echt ziemlich verdächtig aussieht, hochpoppt, um man dann legal zu bezahlen, also ohne Betrug, jedenfalls meistens, dann muss einem doch so eine Phishing-Webseite vorkommen wie eine total seriöse Angelegenheit. Ne? Also wenn man die mal so angeschaut hat, die sind meistens ziemlich gut gemacht und wenn der Google-Übersetzer nicht gerade einen schlechten Tag hatte, dann... Ja, genau.
Ja, dann wurden angeblich im ersten Halbjahr 2010 so viele Sicherheitslücken wie nie zuvor entdeckt. Das glauben wir natürlich auch sofort. Die Menge an Code nimmt exponentiell zu. Genau. Also wir können einfach davon ausgehen, dass wir diese Meldung mittlerweile jedes Halbjahr haben werden, weil einfach die Menge an Software da draußen weiter schneller als linear zunimmt. Und daraus folgt halt, dass eben auch mehr als linear mehr Bugs eingebaut werden und die werden natürlich dann auch manchmal auch gefunden. Ja, und deswegen dauert es immer länger, dass die Sicherheitslücken tatsächlich geschlossen werden, weil das war ja nicht im Business Case drin, dass man schlechte Software schreibt und dann Bugs fixen muss. Nee. Ja, und deswegen gibt es dafür niemanden, genau. Ja, und ganz großes Kino, dann sind beim Gawker oder wie die heißen, User-Daten weggekommen, wo man auch sehen konnte, was die Leute für Passwörter benutzen. Das ist ja auch immer wieder schön für einen Realitätsabgleich, wenn man dann feststellt, dass das beliebteste Passwort immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Und das ist noch beliebter als Passwort. Ich würde ja schon gerne eine anonyme Umfrage machen, wer hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort hat. Okay. Jetzt wäre der Zeitpunkt zum Ändern. Genau. Ja, in der Kategorie Superworms. In der Kategorie Superworms wurde uns ja mal richtig was geboten dieses Jahr, ja, oder? Ja, dieses Jahr war ein schönes Wurmjahr, kann man nicht anders sagen. Ja. Also und wir haben hier nochmal aufgeführt, das Mariposa, das ist, war eigentlich in 2009, nur um mal eine höhere Zahl zu haben als das letzte Jahr. Ich glaube, die höchste Zahl im letzten Jahr war 9 Millionen Bots. Dieses Mariposa hatte angeblich 13 Millionen Bots, meine Güte. Aber natürlich hat Stuxnet alles in den Schatten gestellt, was noch. Also nicht in der Anzahl der infizierten Systeme, sondern in der Professionalität, da hatten wir ja zwei Talks zu, die das hoffentlich auch sehr klar gemacht haben. Da hat denn sich tatsächlich jemand mal hingesetzt und uns zugehört und einen ordentlichen Superwurm geschrieben. Ja, wobei das mehr so ein Special Forces Wurm ist, ne? Ja, das stimmt, genau. So ja. Gezielt, aber ziemlich durchschlagskräftig. Ansonsten, das Branchen-Update ist, dass es da wohl einen Merger gegeben hat oder eine Übernahme. Das fanden wir witzig. Die andere ist, dass es jetzt die ersten Botnet-Drohnen mit Kopierschutz gibt, weil die offensichtlich raubkopiert wurden. Also die... Es ist schon sehr interessant, so diese, wenn man sich so ein bisschen so die Businessmodelle anguckt, die da so in dieser Szene unterwegs sind. Das ist ja mittlerweile durchaus ordentlich professionalisiert, wenn man schon einen Kopierschutz hat. Und ein beliebtes Businessmodell ist zum Beispiel, dass solche Würmer, also Bot-Infektionen, dann anfangen, die Werbebanner in Browsern zu ersetzen. Das heißt, also man hat dann eine Infektion mit so einem Wurm und der tut nichts weiter als zum anderen den ganzen anderen Crap vom Rechner schmeißen, also die ganze andere Adware und Scareware, die man sich da schon eingetreten hat. Dann geht der Rechner auch wieder schneller. Und ja, und die Werbebanner, die man sonst normalerweise von den Webseiten serviert bekommen würde, zu ersetzen durch welche für die bezahlt wurden. Ich finde das durchaus ein innovatives Businessmodell. Aber bestimmt gibt es da keinen deutschen Innovationspreis für oder so. Dann unser Steckenpferd, Heimrouter werden Botnetze. Ich glaube, jemand erwähnte auf deinem Blog, dass Symantec das jetzt fürs nächste Jahr vorhergesagt hat. Warum eigentlich? Weil dieses Jahr hatten wir ja schon Chuck Norris, also so hieß der, Trojaner für Router, ich habe die Marke vergessen. Welchen Router hat mir gefallen? Ich habe es auch vergessen, D-Tech oder sowas. Ja. Also interessant daran war es, dass der nur RAM-resident ist. Das heißt also, der reicht dann halt ein Reboot. Aber wer rebootet schon seinen Router, außer wenn es mal irgendwas verklemmt ist? Klar. Wir haben uns ja gefragt zwischendurch, warum dauert das eigentlich so lange? Und meine Theorie war, okay, nicht genug Prozessor-Power. Ja, weil wenn man richtig Spam rausdrücken will, dann braucht man natürlich auch ordentlich CPU und diese kleinen Router haben alle nicht genug CPU und deswegen sind die als Ziel uninteressant. Aber tatsächlich ist es eher ein Heterogenitätsproblem. Ja, also die, was mir die Leute, die da in diesem Gebiet unterwegs sind und
Software für Routerschreiben erzählen, ist, dass die ja einfach der Wechsel der Hardware-Plattformen zu schnell geht. Also gerade bei den Billig-Routern, also den Home-Plaster-Routern, ist es wohl so, dass abhängig von der Verfügbarkeit und vom Preis der Flash-Bausteine eben dann auch mal ein anderes System, eine Chip da reingenagelt wird, was dann wiederum dazu führt, dass man halt schon wieder viel mehr über den Router wissen muss, also über die Router-Hardware wissen muss, wenn man da effektiv Malware draus deployen möchte. Und dann verschiedene Firmware-Versionen und dergleichen Dinge mehr. Also das heißt, diese Plattformen sind weniger homogen, als man es sich so als Botnet-Betreiber wünschen würde. Aber ich denke, auch da werden wir noch Fortschritt sehen. Ja, dafür haben wir dieses Jahr einen sehr hübschen manuellen Ansatz gehört. Und das war dieses Gießdiffusator. Geht man in die große Elektronikkette, installiert man Tor, bringt es wieder zurück. Auch eine Form, Dinge zu verbreiten. Ja. Ja, auf die Art und Weise kann man bestimmt schöne viele Bridges schnell ins Feld kriegen. Ja. Und ansonsten, denke ich, warten wir weiter auf intelligente Stromzähler, oder? Ja, ich glaube ja da nicht mehr dran. Ja, wieso? Die sind jetzt vorgeschrieben. Ja, die sind aber nicht intelligent. Die sind nur datengierig. Ja. Und die haben auch nicht genug CPU wahrscheinlich. Nee. Aber das sind natürlich die Hoffnungsträger für Blinkenlights. Ja. Dann haben wir heute eine lange Liste von Dingen, die wie angesagt passiert sind. Wir haben ja eh schon letztes Jahr erklärt, dass Social Networks, alles, was da reinkommt, geht nie wieder raus. Alles, was da reinkommt, geht verloren. Alles, was da reinkommt, wird gegen einen verwendet werden. Keine Frage, da war der aus meiner Sicht der Riesenbrüller, der Artikel in der, ich glaube, letzten CT über dieses, wir haben einfach mal einem Menschen, der Social Networks ganz viel benutzt, hinterher recherchiert und ihn vorher gefragt und er hatte damit kein Problem. Und als wir den Artikel fertig haben, haben wir ihm den zur Freigabe vorgelegt und dann wollte er es nicht mehr veröffentlicht sehen. Ja, wie kann das denn sein? Ja, also klar, oder? War doch klar. Ja, das nächste, was wir angesagt hatten, war natürlich GSM. Nun endlich klein gehackt, frittiert und erledigt. Genau. Ja. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, welche Zeitrahmen da angesagt werden. Ich meine, gut, wenn Harald Welte sagt, ich habe mich da im Januar hingesetzt und im März war ich schon ganz schön weit, dann ist das natürlich eine Ansage, ja, aber ich meine, es sind nur 3 Monate. Egal. Die Cloud, war auch die Cloud? Ja, Cloud Computing ist ja nun, kann wahrscheinlich niemand mehr hören, so, ne? So langsam kommt dann immer so der Gähnkrampf, wenn irgendwie jemand vorne auf der Bühne jemand steht und sagt so, Cloud Computing. Aber es wird wohl nicht mehr weggehen, erstmal so ohne weiteres, und wir müssen wohl mit diesem Ding leben. Interessant wird es, wenn die Hypervisor-Attacken, also mit denen man dann zwischen den einzelnen Cloud-Slices hin und her springen kann, ein bisschen anwendbarer werden. Genau, aber ansonsten sind die Clouds ja dieses Jahr für alles benutzt werden, für was sie gut sind, nicht? Also zum Passwortknacken sind sie benutzt worden, für Denial of Service sind sie benutzt worden, zum Leaken von Dokumenten sind sie benutzt worden. War alles da, oder? Ja, manchmal. Ja. Ja. Ist so genau. Nützliche Technologie manchmal. Die nächste Geschichte war auch freie Fahrt für freie Hacker. Hatten wir vor ein paar Jahren. Da haben wir noch gedacht, das geht entweder über Bluetooth, aber das hat ja nicht so richtig weite Entfernung, oder über diesen Radiokanal, wie heißt er noch gleich, RDS, über RDS irgendwie alle Links ranfahren lassen. Tatsache ist, es ist GSM, wird es sein. So, und der Grund ist halt ein ganz einfacher. GSM ist mittlerweile so eine alte, abgehangene Technologie, dass sie praktisch abgeschrieben ist, was jetzt die Netze sind abgeschrieben. Ja, die Chips sind
spottbillig. Also man kann GSM jetzt einfach überall einbauen, das kostet nichts mehr und man bekommt, wenn nicht heute, dann in allernächster Zeit von den Netzwerkanbietern für extrem geringe Geldbeträge pro Monat SIM-Karten, wenn man nicht allzu viele Daten übertragen möchte. Das heißt, also, wir können davon ausgehen, in Autos und dergleichen Dingen mehr wird GSM einfach ubiquitär werden. Ja. Und also fängt ja jetzt schon an. Und dann wird es halt wirklich interessant. Und der Grund dafür ist, dass die Autos sind ja zwar eine sehr teure Angelegenheit, aber trotzdem ist der Kostendruck da relativ groß. Weil wenn man halt irgendwie ein Auto aus, keine Ahnung, 25.000 Einzelteilen zusammenbaut, dann muss man auch darauf achten, dass jedes dieser 25.000 Einzelteile das billigste war. Und wenn es geht, vielleicht noch 1.000 Einzelteile weglassen. Und deswegen sind häufiger genug die Onboard-Busse, also die Datenbusse in diesen Autos, nicht getrennt zwischen Sicherheit und Entertainment, sondern die haben dann so logische Sicherungen oder so oder andere Adressierung oder dergleichen Dinge mehr, die halt natürlich nicht besonders viel halten. So, und deswegen ist bei vielen Fahrzeugherstellern sorgen gerade die Geschichten bezüglich GSM-Cracking und dergleichen Dinge mehr doch schon für erhebliches Stirnrunzeln und Besorgnis. Da werden wir sicherlich noch eine Menge Dinge erleben. So, ja. 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 Wir fordern die Autoindustrie auf, uns vom Gegenteil zu überzeugen, mit hübschen Vorträgen hier nächstes Jahr. Das hat schon dieses Mal bei den Kernkraftwerksbetreibern nicht geklappt. Ich hatte ja... Also ich hatte mir ein bisschen Mühe gegeben, zu versuchen, so einen Kernkraftwerksbetreiber oder Bauer herzukriegen, um, dass er uns mal erklärt, warum Stuxnet-artige Angriffe gegen deutsche Kernkraftwerke nicht funktionieren. Aber irgendwie wollte da keiner. Genau. 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 Also Oldtimer-Fahren wird wahrscheinlich lebenserhaltend. Du meinst, man kann dann einfach seinen Oldtimer von der Steuer absetzen, weil es ein Sicherheitsfeature ist, wenn man eine bedrohte Persönlichkeit ist? Ja, das erinnert mich. Nee, da die Geschichte erzähle ich jetzt nicht. Aber hier, komm, hier. Nächster. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Das war wirklich toll dieses Jahr. Man hat ja also zwischendurch Hardware in der Hand und denkt, das Jahr 2010 ist da. Und dieses Jahr war es, wir haben glaube ich letztes Jahr gesagt, dieses Jahr gibt es ordentliche Quadrocopter-Drohnen im breiten Einsatz oder so, breit verfügbar. Und was wir gedacht haben, war eigentlich eher, die Bausätze werden billig und irgendwie ein, zwei Leute schaffen es, vorgefertigte Dinge für einen günstigen Preis an den Markt zu bringen. Und als ich dann von so einem großen Elektronikversand den Katalog in der Hand hatte und da eine Drohne drauf war für, ich glaube, 400 oder 500 €, allerdings noch ohne Fernsteuerung und ohne Quarz und alles, habe ich schon gedacht, na, das ist es jetzt vielleicht. Ja? Und dann kam die Firma Parrot um die Ecke und hat für 300 € eine Drohne in die Elektronikmärkte gebracht, die musste man dann nur raustragen. Ja? Und die hatte zwei Kameras und Ultraschall und WLAN und einen Linux-Rechner drauf. Ich meine, da bist du die Wunschliste runtergegangen und es war alles dran. Ja? So, alles, was man ehrlicherweise für den Preis erwarten kann, das fanden wir beeindruckend. Wir hatten auch angesagt, dass wenn alle Drohnen haben, werden sie verboten. Ja, wenn alle anfangen, Spaß mit Drohnen zu haben, die verboten werden. Ja, dann ich glaube, wir hatten eins, es hatten gesagt, es passiert eins von zwei Dingen, aber ich habe das andere nicht mehr vergessen, habe das andere nicht mehr im Kopf. Das andere ist verboten und leider hat die Frau Eigner mitgekriegt, dass es diese Drohnen zu kaufen gibt, nur 3 Monate, nachdem sie im Supermarkt aufgetaucht sind. Ich weiß nicht, vielleicht ist eine gegen ihre Büroscheibe gebounced oder so. Ja. Ist ja auch klar, dass man damit in Berlin keinen Spaß hat mit dieser Drohne. Die macht ja ein Ad-Hoc-WLAN-Netz auf. Und wenn ihr euch mal hier irgendwo in der Stadt euren WLAN-Scanner angeschmissen habt, dann ist der wahrscheinlich abgestürzt wegen zu vielen Netzen. So, natürlich kriegt man die dann nicht geflogen. Natürlich fliegt die dann irgendwo hin. Ja, also spielt damit doch bitte nicht im Regierungsviertel.
Genau. Ja, die Sache mit den Lamettas aus Snow Crash, dem... Genau, das ist der Begriff aus Snow Crash, ne, wo Leute rumlaufen, die in jeder, auf dem Hut, an jeder Himmelsrichtung eine Kamera haben und ein Richtmikrofon und dann ihre IP-Adresse noch irgendwie oben auf dem Hut kleben haben, damit man weiß, wo man sich einloggen kann, um von denen ein Feed zu bekommen. Das ist aber falsch, das ist ein tätowierter Twitter-Tag. Nicht ein Flatter-Button? Ich glaube, die sind noch nicht tattoofähig. Ja, okay. Kommt aber noch. So, und das hat ja ganz gut funktioniert. Da gibt es ja dann auch später bei den neuen Berufsbildern noch einen. So, Bemerkenswertes hatten wir auch eine Menge. Als erstes fing das Jahr großartig an, oder? Erinnert sich noch jemand? Ja, das war dieses Jahr. So lange ist das schon her. Noch nicht her. Also worum es ging, war die Chipkartenbetriebssysteme auf den EC-Kartenchips einiger Anbieter hatten ein merkwürdiges Datumsproblem und die wurden dann gepatcht und zwar in den Automaten der Bank, in diesem Fall glaube ich der Postbank. Das heißt, man ging dann mit seiner Karte zum Automaten, der Automat sagte, guten Tag, Ihre Karte ist kaputt, soll ich Sie mal patchen? Und dann wurde da neue Software draufgespielt, was aus mehreren Gründen erstaunlich ist. So, zum einen, wie kriegen die denn diesen Patch auf diese Automaten? So, wahrscheinlich auch online oder so. Zum anderen, mit welcher Berechtigung schreibt man eigentlich auf diese Karten drauf? So. Ja, wieso geht das überhaupt? Ja, also da werden wir auf jeden Fall noch eine Menge Spaß haben, nämlich. Also da werden ganz neue Möglichkeiten aufgezeigt, das habt ihr alle mitgekriegt, oder? Also ich meine, da gehen Dinge, die, naja. Wie geht's denn weiter? So. Dein Keyboard ist ein bisschen rostig. Hier, klicken. Doch klicken, okay. Ja, nämlich ab 1. Januar, also sprich ab übermorgen oder so, sind die Magnetstreifen auf euren EC-Karten nicht mehr für den Einsatz im Inland vorgesehen, sondern dann sind die alle komplett auf Chip umgestellt. Das heißt, diese Nummer, die damals die Runde machte, also im Januar, nämlich, wenn die Karte nicht geht, dann überklebst du halt den Chip mit Tesafilm, weil es gibt ein Fallback auf den Magnetstreifen, das sollte dann auch nicht mehr gehen. Ja, und die parallel dazu werden gerade die Kreditkarten auch auf Chip umgestellt, das heißt also das sogenannte Chip-and-Pin-Verfahren oder also je nach Hersteller heißt es ein bisschen anders, also am Ende läuft es darauf hinaus, dass man auf der Kreditkartenzahlung, die ja bisher darauf beruhte, man legt da irgendwie seine Karte hin und unterschreibt und dann ist man nicht mehr haftbar für Betrug, der mit der zum Beispiel geklauten Karte passiert, wenn also nur bis zu einer bestimmten Höhe. Da ändert sich jetzt plötzlich was. Also ihr solltet alle mal eure Kreditkartenanbieter anrufen und sie mal um ausführliche Aufklärung über die tatsächlichen Haftungen bei Missbrauch und Betrug um Aufklärung bitten. Da ändern sich jetzt nämlich zum 1. Januar eine ganze Menge Sachen oder haben sich teilweise auch schon geändert bei Anbietern, die es bisher schon gemacht haben. Mittlerweile ist es dann halt so, wenn man mit dieser PIN bezahlt oder mit dieser PIN bezahlt wird, mit der Kreditkarte, ist die Haftung ähnlich beschissen wie bei der EC-Karte. Das heißt, da sagt dann die Bank, da üben wir dann halt Kulanz oder so, wenn sie uns glaubhaft machen können, dass ihnen die Karte geklaut wurde und sie mit der PIN kein Schindluder getrieben haben. Aber de facto ist es so, dass ihr genauso beschissen dasteht, wie wenn euch die EC-Karte geklaut wird und jemand an die PIN kommt. Ja, das heißt irgendwie, die kaputte Technologie, die wird jetzt dem Enduser in die Schuhe geschoben. Dann auch ganz großartig war die Geschichte des 16-jährigen CT-Lesers, der sich gewundert hat, ich glaube, ich kriege das richtig wieder, wenn ich sage, der hat sich gewundert, dass in der CT so lange nichts war über Cross-Site-Scripting, Sicherheit bei Banken. Und dann hat er sich gedacht, ist denn das so, weil das jetzt gefixt ist? Das haben wahrscheinlich alle anderen gedacht. Dann hat das getestet und 17 Banken sind durchgefallen. Was nur wieder zeigt, wenn man mal einen Moment nicht hinschaut. Ne? Dann schieben sie einem da jede Menge Kram runter. Ja, diese Sache mit dem OpenBSD ist aus vielen verschiedenen Gründen faszinierend.
Also zum einen scheint es ja so, dass der effektivste Weg, um mal Leute dazu zu bekommen, diese Open-Source-Software zu auditieren, ist einfach das Gerücht in die Welt zu setzen, ey, da ist eine Backdoor drin. Und schon setzen sich alle Leute hin und fangen an, diesen Source zu flöhen. Und finden natürlich Kram dabei, logischerweise. In jeder Software, die man auditiert und die nicht hinreichend gut mit dem feinen Kamm auditiert wurde, findet man Kram. Und so auch bei OpenBSD. Da kann man enorm den Paranoia-Level hochreißen. Ne? Ja. Also, das ist so ähnlich, wie wenn man anfängt, Botschaftsdepeschen zu leaken, dann werden die plötzlich auch von allen gelesen. Also auch von allen Botschaftern, meine ich. Das wird der neue Satz, mit dem Dokumente übergeben werden. Das musst du unbedingt lesen, das ist geleakt. Genau, den Source musst du unbedingt lesen, der ist gebackt dort. Ja, es funktioniert genauso. Ja, sehr lobenswert, Firesheep, wer es noch nicht bekommen hat, Browser-Extension zum Passwort extrahieren. Ja, und Session-Cookies und solche Sachen, ne? Irgendwie zur Übernahme von anderer Leute Facebook-Sessions am WLAN im Flughafen. Und das zeigt auch nun mal, funktioniert auch hier, nicht? Ja, glaube ich sofort. Und hier gibt es Facebook-User. Nur Anonyme. Alle anonymen Facebook-User melden sich jetzt mal. Okay, aber zeigt auch nur, dass man bei solchen Sachen echt die Tools auf den Markt werfen muss, damit was passiert. Weil jetzt wollen sie ja alle doch mal ein bisschen auf SSL umstellen und mal ein bisschen auf irgendwie bessere Session Management und so weiter und so fort. Ja, aber nicht bevor dieses Ding End-User-kompatibel wurde. Meine Güte. Ich weiß nicht, ich glaube, mit Respekt zur Kenntnis nehmen wollten wir, dass Microsoft ihr Security Development Lifecycle unter die CC-Lizenz gestellt hat. Ja. Genau. Und besonders schön fanden wir die Leute, die sich hingestellt haben und einfach mal ein RSS-Feed auf der Basis von Google Alerts gebaut haben mit ein paar Suchstrings für die üblichen Verwundbarkeiten in Webanwendungen. Das ist immer echt ganz gut, wenn so Sonntagnachmittags die Langeweile zuschlägt. Genau. Als Zeitvertreib. Genau. Ja, offenbar war den Chinesen auch mal zwischendurch langweilig. Die haben über kleine BGP-Spielereien 37.000 Netzwerke über China mal kurz umgeleitet und bizarrerweise haben es irgendwie ganz viele Leute nicht gemerkt. So, also auch viele Ami-Firmen oder so und auch Ami-Militärinrichtungen haben es einfach nicht gemerkt. Und das zusammen mit den chinesischen Zertifikaten im Browser. Genau. Da sind auch chinesische Zertifikate im Browser. Genau. Und das fanden wir auch ganz groß. SAP patcht ja, ich weiß nicht, war das zweimal im Jahr oder viermal im Jahr? Und die haben ja dann Anfang, Mitte des Jahres plötzlich irgendwie eine Patchliste rausgebracht. Da waren 525 Bugs drin gefixt, Security-relevante Bugs gefixt. Und warum? Weil wir neue Tools einsetzen oder so war die Ansage. Also es klang so ein bisschen wie so ein Dick-Size-War mit Apple. Die haben ja auch immer so eine langen Fixlisten, wenn sie irgendwie ihre Security-Updates bringen und eine peinlicher als die andere. Und wahrscheinlich wollte SAP jetzt mal zeigen, dass sie es auch noch besser können. Genau. Ja, diese Nacktscanner-Geschichte hat uns natürlich durchs ganze Jahr begleitet, die fanden wir aber aus mehreren Aspekten bemerkenswert. Also der schönste war natürlich die Versicherung, ja, also niemand wird die Bilder auf diesem Computer, der an diesem Nacktscanner hängt, speichern. Wer sollte das auch tun? Warum sollte man das machen? Dann war die interessante Geschichte, dass jetzt... Wired hatte 15.000 ne, Fotos ja, dann. Nicht gefunden. So ganz wenige, ja. Und als nächstes werden die Dinger vernetzt wegen Firmware-Updates. Also ist vollkommen klar, dass da nichts passieren wird. Ne? So, also ich weiß nicht, hat schon jemand mal geguckt, gibt es schon die entsprechenden Special Interest Porno-Portale? Nein.
Nacktscanner-Fetisch, das kommt noch. Ja, aber man merkt das, da gab es ja diesen einen Hoax, wo sie angeblich jemanden abgeführt haben von der TSA, weil er seine Hände in der Hose hatte, als gerade eine ganze Mannschaft Cheerleader durch den Nacktscanner lief. Aber das war eine Falschmeldung, angeblich. Aber es war eine schöne Falschmeldung. Also das hat jeder sofort geglaubt. Ja, es war völlig glaubwürdig. Dann die Kategorie vor 10 Jahren, nicht immer präzise 10, deswegen gefühlt 10. Du musst ja eine Milch immer noch selber bestellen. Sie hatten mir milchbestellende Kühlschränke versprochen. Und fliegende Autos, aber es ist alles noch nicht da, ich bin enttäuscht. Wir hatten Internetfahrstühle angesagt, da gibt es Hoffnung. Das war so die, ne? Und dann, wenn erstmal alle Fahrstühle ans Internet angeschlossen sind, dann wird man damit auch witzige Sachen machen können, dass sie alle die Etagen rekursiv abarbeiten, wenn man auf die neuen tippt. Aber da gibt es Hoffnung. Die Hoffnung heißt, wo ist es denn? Cisco steigt nämlich in das Gewerbe ein. Ja, bitte, darf ich das? Cisco Network Building Mediator. Ja. Also, das ist nach den intelligenten Stromzählern der Hoffnungsträger Nummer 2 für Blinkenlights. Du meinst, wir können dann die Fahrstühle so im Takt fahren lassen, während wir das Haus blinken? Genau. Fahrstuhl Ballett. Ja, da kam gerade aus dem Publikum der Hinweis auf Harrods in England. War das Harrods? Ja. Genau. Wo auch sich ein Mitarbeiter, der gerade gefeuert wurde, Zugriff auf die Außenlampen verschafft hat. Das war auch sehr schön. Genau, und dann noch einen zum Gedenken, Andreas Fitzmann. Der ja schon vor mindestens 10 Jahren, da war ich mal im Vortrag, aus seiner Hemdtasche ein DLT-Tape damals, zuletzt waren es ja USB-Sticks, ein DLT-Tape holte und meinte, was meinen Sie, ob ich damit aus Ihrem Unternehmen rauslaufen kann oder nicht. In den USA sind Sie, glaube ich, ganz glücklich, dass da niemand mit DLT-Tapes rausgelaufen ist, oder? Ja, ne, ja. Nur Lady Gaga-CDs oder so ähnlich. Ja. Genau. Gut, also kommen wir aber mal endlich zum nächsten Jahr. Zur Glaskugel. Zur Glaskugel-Session. Und hier haben wir in der Kategorie Böse Netze 2.0 die Problematik, dass das noch schlimmer werden wird mit den Source-Code-Repositories. Also alles, was wir so kennen an großen Source-Code-Repositories, so SourceForge und GitHub und wie sie alle heißen, da ist mittlerweile eine kritische Masse an Source-Code, auf die doch eine ganze Menge Leute dependen. Und wir hatten 2010 einige Fälle, wo genau diese Source-Code-Repositories aufgemacht wurden und tatsächlich auch Backdoors in verschiedene Dinge eingebaut wurden. Und je mehr Konzentration da stattfindet auf genau diesen großen Repositories, desto einfacher wird es halt auch, weil man dann eben, wenn man da schon mal einen Account drauf hat, sehr viel einfacher von Projekt zu Projekt springen kann, um da Sachen reinzutun. Und solange sich da nichts grundlegend ändert an der allgemeinen Üblichkeit, zum Beispiel von signierten Commits und ähnlichen Dingen, wird es auch nicht viel besser werden. Ja. Dann haben wir jetzt langsam für nächstes Jahr langsam Hoffnung für IPv6. Mit natürlich einer Menge Implikationen, wir hatten es vorher schon mal erwähnt. Da kommt es wirklich darauf an, wie wir es einführen. Ne? Und ich meine, machen wir uns nichts vor, wir hier sitzen, werden da eine Menge mit zu tun haben, wie es eingeführt wird und die Art und Weise, wie eben die Adressen vergeben werden und ob die randomisiert werden und immer wieder recycelt werden oder ob wir persönliche Prefixes kriegen, die hardgecodet sind und damit universelle Attributierbarkeit bringen von allem, was wir so tun im Netz. Es wird davon abhängen, wie die Welt von morgen aussieht, wie wir uns in dieser Frage positionieren und wie die Leute, die dann tatsächlich am Terminal sitzen, die technischen Details implementieren. Ja. Und wie ihr wisst,
Ihr habt ja alle euren Spider-Man gelesen, mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Ja, also wir stehen 2011 sicherlich am Anfang der CryptoWars 2.0. Wer sich erinnert, die CryptoWars 1.0 war die Geschichten, wo die Amerikaner mit dem Clipper-Chip Crypto-Backdoors einbauen wollten in alles, was Verschlüsselung ist. Sie wollten regulieren, wer Verschlüsselung verwenden darf und dergleichen Dinge mehr. Die neuen Ansätze sind ein bisschen intelligenter, die sie versuchen. Zum einen geht es da um Universal Attribution, das heißt eben zum Beispiel über IPv6 Möglichkeiten zu finden, jedes einzelne IP-Paket im Netz einem Urheber zuzuordnen. Zum anderen sehen wir immer mehr, dass die Hardware, die wir so in der Hand haben, wie zum Beispiel dieses iPad, das gerade von der Bühne getragen wurde, hoffentlich rechtmäßig, immer mehr Lockdown ist. Das heißt also, wir können da immer häufiger nicht ohne weiteres, ohne größere Kopfstände rauf. Also wer den Talk über das Aufmachen der PlayStation 3 gesehen hat, hat sehen können, was für ein extremer Aufwand da teilweise getrieben werden muss, um eben noch freie Software auf solchen Systemen laufen lassen zu können. Und immer mehr Leute geben sich halt damit zufrieden, eben solche, also die Hardware gerade zum Beispiel ihres Telefons nicht mehr selber in der Hand zu haben und nichts mehr darauf tun zu können. Und wenn man das nicht mehr kann, dann kann man eben zum Beispiel auch nicht verhindern, dass man an eine IP-Adresse gekettet wird oder an eine MAC-Adresse gekettet wird. Oder dass das Baseband dazu benutzt wird, eben den groben GPS-Kram, der da runterkommt, einmal zu samplen und wegzuschicken. Nach Hause zu schicken, ja. Ja. Und die dritte Komponente, die da gerade passiert, die wir 2011 in jedem Fall in den Augen behalten müssen, ist, in den USA drücken die Sicherheitsbehörden auf sogenannte Cleartext-Mandate. Das heißt, sie wollen alle Telekommunikationsanbieter, die für Kunden in den USA anbieten, man bemerke diese Formulierung, also sprich jeden, der sich irgendwie im Netz tummelt, dazu verpflichten, ihre Kommunikationsdienste so auszulegen, dass die FBI und Co. Zugriff auf unverschlüsselte Daten bekommen, also sprich unverschlüsselte Gespräche und dergleichen Dinge mehr. Das heißt, also, was wir da sehen, ist der Anfang von neuen Crypto-Wars und ist noch nicht sicher, dass wir die gewinnen werden. Da müssen wir uns, glaube ich, alle noch ganz schön ins Zeug legen. Ja, wobei die Hoffnung da nicht verloren ist. Nee, wir hatten nach dem Talk über das Reverse Engineering von GSM-Telefonen, also nicht Basisstationen, das ist eh klar, wofür man die braucht, war nach dem Talk zu dem Thema Telefon selber bauen, ein bisschen die Frage, ja, aber warum will ich mir denn mein Telefon selber bauen? Ich meine, dann kann ich damit erstmal nur telefonieren. Inzwischen ist die Antwort eigentlich, ja genau, das telefoniert dann nur. Das telefoniert dann nur, wenn du willst. Genau. Ja, da. Das ist doch auf so vielen Ebenen komisch, oder? Ich meine, das ist auf so vielen Ebenen komisch. Da kann man sich nur hinsetzen mit einer großen Tüte Popcorn und sich überlegen, welchen Kanal man schauen möchte. Ja? Ob man den Technologiekanal schauen möchte? Natürlich machen wir jede E-Mail einmal auf. Wir müssen sie ja nach Viren scannen und das gehört zum Sicherheitskonzept, dass das nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist. Popcorn. Oder man guckt, setzt sich auf die andere Couch, wo mir so die soziale Variante des Ganzen dokumentiert wird, wie auf der letzten Veranstaltung zu dem Thema sind die von der Post aufgestanden und weggegangen, weil die Kanzlerin nicht lieb zu ihnen ist. Ja. Und das Konkurrenzprodukt bevorzugt hat. Genau. Oh. Ah, also meine Güte, das geht noch das ganze Jahr, mindestens. Dann. Wir hatten ja mal eine Weile gesagt, so über Microsoft und so reden wir eigentlich nicht mehr, auch wenn Microsoft, ich glaube, dieses Jahr zweimal einen neuen Rekord für die meisten Patches pro Monat aufgestellt hat. Und über Adobe reden wir auch nicht mehr, weil das ist ja langweilig. Wie, die hatten mehr Patches als Apple? Aber dann
sieht man hier so einen PDF-Vortrag und da hat dann der Vortragende auf seinen Folien so Sachen wie, man müsste mal einen Network-Scanner schreiben, in das PDF-Format einrollen und dann vom Printer ausführen lassen. Da denke ich nur, oh, da geht mehr, als ich erwartet hätte. Ja, das ist wohl auch der Punkt, oder? Ich meine, die haben ja da auch Feature-Creep und da geht einfach jedes Jahr mehr als das Jahr davor. Ja. Naja. Und immer mehr Speicher. Ja. Was war das universelle Gesetz? Jede Technologie, wenn sie sich nur weit genug fortentwickelt, wird ununterscheidbar von Emacs? Ein skriptfähiges PDF wird die nächsten 2-3 Jahre ein Renner, denn Behörden wollen in Zukunft nur noch auf solche PDFs aufsetzen, um darin auch alle Berechnungen zu machen. Und es geht nur PDF, weil es muss ja genauso aussehen auf dem Computer wie das Blatt Papier. Ja, und das Schöne ist, mit PDF kann man es unterschiedlich aussehen lassen, je nachdem, welchen Computer man hat und welchen Browser man benutzt. Und welche Sprache eingestellt ist. Und welcher PDF-Viewer es ist. PDF ist toll. Da haben wir noch so viel Spaß mit. Also da geht noch was. Ja, dann haben wir noch ein Thema, was wir ein bisschen ausführlicher behandeln wollen, nämlich was wir den Patchability Gap nennen. Also wir haben ja beobachtet, dass so bei den Desktop-OSen und bei den generischen Betriebssystemen ist die Situation so in den letzten Jahren ja schon besser geworden. So. Wie alle Hersteller, auch die freien OSer haben mittlerweile funktionsfähige Software-Update-Mechanismen. Ja, und ich glaube irgendwie das Ubuntu, das ich da mal hatte vor, das konnte ich, glaube ich, 2 wesentliche Versionen updaten, bevor es sich kaputt geupdatet hatte. Das fand ich beeindruckend. Ja. Also da geht schon eine ganze Menge so. Also eigentlich kann man sagen, so die großen Desktop-OSer haben zumindest einen funktionierenden Security-Prozess. Das heißt also, wenn man einen Bug findet, dann wird auch irgendwann gefixt und die Bugfixes werden auch irgendwann ausgerollt. Aber es wird auch schlechter, nämlich bei der ganzen Embedded-Hardware, also Stichwort zum Beispiel diese Plaster-Router, aber auch irgendwie alle möglichen Geräte, zum Beispiel Automobile. Also wer hat schon mal ein Software-Update auf sein Auto gefahren? Okay, und wer von euch... Einige. Wer von euch fährt keinen Smart? Also, ja, Software-Update für solche Sachen wird ja nötiger, aber mittlerweile, also ein Auto-Updaten ist immer noch genauso lästig, wenn man es nicht selber macht, wie so vor 10 Jahren sein Nokia-Telefon Software-Updaten. Da muss man so in den Laden und es da lassen und dann tun die da irgendwelche magischen Dinge und so. Und Bei Mobiltelefonen ist mittlerweile genau dasselbe Spiel, dass also zwar haben die großen Plattformen mittlerweile endlich Software-Update-Mechanismen, mit denen man halt irgendwie Bugs auf diesen Dingern fixen kann, also die großen Smartphones. Für die ganzen Feature-Phones, also die einfachen Telefone, ist das überhaupt nicht der Fall. Da gibt es halt in der Regel nur eine Software-Version. Und interessant daran ist, dass so ein Telefon ist eine Multi-Vendor-Einheit, die besteht halt aus dem Betriebssystem, dann hat irgendjemand die Hardware zusammengebaut, da drin ist ein Baseband, das kommt wieder von irgendjemand anders. Und da drin ist ein Betriebssystem, ein AirTOS, das kommt auch wieder von wem anders. Und bevor das alles zusammengebacken, gerührt wird und zu einem Kuchen gerührt wird und ausgeliefert wird, da geht es alles vorbei. Ne? Und wie war das? Also wenn so ein AirTOS-Hersteller einen Bugfix macht, dann tut er das, dann verteilt er keine Patches, sondern er verteilt ein Stück Source-Code. Und dann müssen die das AirTOS auf ihr Baseband drauf gemacht haben, das nehmen und einbauen und dann einen kompletten getesteten Patch weiterreichen an denjenigen, der den Kanal zum Enduser hat, also und dann wahrscheinlich mit dem nächsten Betriebssystem-Update eine Dings macht, also ein Update auch von dem Baseband macht. Und die Wege werden da immer länger. Ja? Und auch so in der Industrie haben wir immer frequenter den Fall, dass Software, also gerade für größere Systeme, nicht mehr zertifiziert ist oder supported ist, wenn sie nicht mit einer bestimmten, einigermaßen alten Betriebssystemsversion ausgeliefert bzw. betrieben wird.
Und dann muss man sich dann immer die Frage stellen, möchte man jetzt irgendwie seine Zertifikation verlieren oder einen Sicherheitspatch einspielen oder riskiert man eben, dass überhaupt die Software gar nicht mehr damit läuft mit einem gepatchten Betriebssystem. Also Patchmaster haben wir, glaube ich, vergessen als neuen Beruf. Ne? Ja. Patch Wrangler. Ja. Ja, womit wir denn schon bei den Computersupport-Nightmares wären? Ja, genau. Also die da geht es ja im Kleinen gibt es ja da diese Stories von die Story von der Frau, die irgendwie ein paar Nacktfotos von sich machte, weil sie die brauchte für ihren Freund. Und die hat sie also gemacht, dann hat sie auf ihren Computer hochgeladen und dann hat sie nicht mehr wiedergefunden. Also zum Wegschicken per E-Mail hat sie nicht mehr wiedergefunden. Und was macht man dann? Da ruft man bei der Hotline seines PC-Herstellers an. Ja? Und sagt, ich finde da ein paar Fotos nicht mehr. Und der Hotline-Mitarbeiter hat dann wohl die Fotos auch runterkopiert, sie auf einen Server im Internet gepackt, ihr dann die URL zugespielt. Das ist diese Bastard Operator from Hell Mentalität. Dann hat sie wieder bei der Hotline angerufen und denselben Mann dran gehabt und der hat dann gesagt, ich könnte da in meiner Freizeit versuchen, diesen Server wegzuhacken von diesem bösen Menschen, der das wohl gewesen ist, aber ich habe keinen Computer zu Hause, musst du mir schon einen schicken. Und dann hat sie einen Computer nach Indien geschickt. Also, ich denke immer, wenn die Leute da anrufen, also man sollte mit solchen Problemen, ja, dann was passiert da draußen alles jeden Tag? Ich meine, das ist eine, die ist dann zum Sheriff gegangen und zur Zeitung gegangen und hat gesagt, solche schlimmen Dinge passieren, also passt alle auf. Also das ist doch die Spitze des Eisbergs, oder? Man sollte auf jeden Fall nicht vergessen, wie gelangweilt so der durchschnittliche Support-Hotline-Mitarbeiter denn auch so sein kann, wenn er irgendwie permanent mit Leuten, die irgendwie es mit dem Stromstecker vergessen haben oder so, dann muss man sich dann auch manchmal den Alltag schon ein bisschen amüsanter gestalten, nicht wahr? Also und da hören wir jetzt schon, Geschichten. Also die aus den Meldeämtern. Zur Erklärung, die Sicherheitsstrategie für die IT-seitige Sicherung des neuen Personalausweises besteht darin, dass in den Meldeämtern den besorgten Bürgern Empfehlungen zur IT-Sicherheit ihres PCs gegeben werden sollen. Wer in letzter Zeit mal in einem Meldeamt war, wird sich vorstellen können, was für lustige Implikationen das haben kann. Also, oder gibt es hier zufällig Meldeamtsmitarbeiter? Also wir erwarten da nächstes Jahr einen Vortrag von einem Meldeamtsmitarbeiter mit dem Best-of. In der Zeitung stand, lieber Meldeamtsmitarbeiter, in der Zeitung stand, das BSI sagt, ich soll die Schadsoftware immer auf dem letzten Stand halten. Kann ich die hier abholen? Muss ich auch meinen Bundestrojaner immer updaten? Naja, schauen wir mal. Kategorie neue Geschäftsfelder. Ja, wir haben jetzt das Problem, dass eben durch den Fortschritt beim E-Government natürlich immer mehr große Datenmengen geleakt werden und irgendjemand muss sich darum kümmern, sich die anzugucken. Ja. Und Journalisten sehen sich dazu ja meistens nicht in der Lage. Also wenn man sich so anguckt, was der Spiegel so aus diesen WikiLeaks-Dingen gemacht hat, dann stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, was die so eigentlich als ihre Aufgabe betrachten, außer da Gossip zu verbreiten. Ja, man hört da irre Sachen, oder? Also so in dem Motto, ey, was? Der hat gesagt, das sind 250.000 Dokumente, ich kann hier nur 64.000 aufmachen. Antwort, vielleicht mal auf die neue Version von Excel updaten. Ja, so. Also, das ist ja, das Leaken ändert sich. Ne? Das werden nicht mehr Sachen von Leuten geleakt, die es alles komplett verstanden haben und dann irgendwann mitgemacht haben und dann irgendwann ihr Gewissen entdeckt haben und sich überlegen, jetzt packe ich aus. Und den Journalisten die Geschichte komplett servieren und eigentlich als Daten nur noch ein bisschen Beweismaterial in der Tasche haben, um zu belegen, dass das alles stimmt, was sie gerade gesagt haben. Inzwischen ist ja eher so, dass da jemand plötzlich so, ups,
ein Memory-Stick voller Zeug. Was mache ich denn jetzt damit? So, ich tue es ins Internet. Und aus dem Internet... Aus dem Internet fällt es dann wieder raus, in die Redaktion rein. Und dann hast du da den Datenhaufen und musst dann mit der Mistgabel bei. Also die Mistgabelbediener, die wird es da noch brauchen dann, denke ich. Ja. Ja. Und die entsprechende Infrastruktur. Also da geht noch was. Ups. Dann... Zuerst dachten wir... Die erste Assoziation war eigentlich Datenleichenbestatter. Und dann ist uns eingefallen, das geht ja nicht. Die sind ja nie weg, die sind immer nur woanders. Die kriegst du ja nicht unter die Erde, die Datenleichen. Die kannst du nur tief verbuddeln, aber naja, doch vielleicht Datenleichen unter den anderen Leichenverstecker. Naja, ich meine, gut, auf so einer RLL-Platte sind Daten momentan doch recht gut mumifiziert, so, ne? Also wenn sie noch so, wenn man noch so einen alten Rechner irgendwie findet im Schrank, so. Also ich glaube, RLL würde ich nicht mehr hinkriegen. SCSI würde noch gehen, aber RLL müsste, glaube ich, momentan passen, so. Ja, ja, die Controller sind alle längst dem letzten Umzug zum unten, ja. Die Tracking-Optimierer, das sind die, die einem helfen, wenn die Ads plötzlich komisch werden, weil man neulich was für einen Schwager recherchiert hat. Oder der Nachbar vorbeikam und irgendwie kurz am Computer was nachgeguckt hat. So, dann kann es ja sein, dass denn die individuellen Advertising-Profile so ein bisschen abweichend sind und man da komische Sachen angeboten bekommt. Und arbeitet hier jemand schon in einem Apple-Shop und hat schon jemanden dran gehabt, der sagt irgendwie, ich will hier meinen Cookie zurückgesetzt haben. Ich hatte so tolle Ads und dann hat mein Nachbar irgendwie ein paar Sachen nachgeguckt und jetzt kriege ich mal für Quatsch Werbung. Ich will die gute Werbung zurückhaben. Und dann sagt, wie, ich kann den Cookie nur löschen. Ich will den nicht löschen, ich hatte so schöne Werbung. Das ist so das Äquivalent zu, ich habe mir mein World of Warcraft Avatar über 2 Jahre gepflegt und jetzt ist... Ja, Time Machine. Ja, da kann man sich seine Identität von vor einem Jahr oder so rekonstruieren. Aber bestimmt sind dann die ganzen Advertiser vollständig verwirrt. So, ist das so, als wenn man ich glaube, Steve Jobs ist uns so weit von voraus. Mit Time Machine, meinst du? Ja, der weiß einfach, was wir brauchen werden. Du meinst, der hat diese andere Version von Time Machine, mit der man auch nach vorne reisen kann? Ja. Der hat das längst antizipiert. Ja, neue Trendsportarten. Anonymica. Genau, aber bitte beim Erstellen von PDF-Dokumenten notwendige... Also um die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen wird genau, gebeten. Vor allen Dingen Metadaten. Dann, 2 auf einmal. Den Staatsmacht-Dokumentar finden wir eine wirklich gute, positive Trendsportart. Es ist einfach so, dass HD-Kameras mit Superzoom immer günstiger werden. Und dann kommt ja auch dann dieser Lametta Phänomen dazu. Und ich fand das dann doch schon ziemlich cool. S21, Berichterstattung aus dem Baum von jemandem, der da irgendwie sein Telefon irgendwie nach unten gehalten hat, im Web beobachten zu, verfolgen zu können. Das nenne ich dann schon mal anständige Berichterstattung aus jeder Perspektive. Ja, und die zweite Trendsportart, die mit eingeblendet haben, ist das Falschalarm-Trollen. Wir haben immer mehr Sensoren, die überall so stehen und zum Beispiel so Sprengstoffscanner an Flughäfen. Etliche von denen reagieren zum Beispiel auf Honig und meinen, das sei ein Sprengstoff. Oder auch zum Beispiel so diverse von diesen Drogentests, diese Wipe-Tests reagieren auf so verschiedene Seifen und Parfums und so. Und sich damit mal ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen und dann dabei zu helfen, die Genauigkeit dieser Geräte zu optimieren.
Ja, wir sagen ja seit vielen Jahren Mobile Malware hier an, ne? Das kennt ihr ja schon so als Running Gag. So. Und dieses Jahr gab es ein bisschen was, aber damit wir wieder ein bisschen weiter vorne sind, sagen wir mal voraus, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren Würmer haben werden, die sich über den Baseband-Teil des Telefons verbreiten, also sprich über den Teil, der mit dem GSM-Netz redet, von dem man dann auf dem Telefon genau gar nichts mehr mitbekommt, außer genau. Anrufe. Ja, Android Rootkit gab es schon. Das gehört eigentlich in den Rückblick, nicht in den Vorausblick. Stimmt. Das gab es schon. Also, ja, gut. Das muss jetzt aufs Baseband. Genau. Und dann natürlich auch wieder der Rückgriff auf einen Begriff aus Snow Crash, die Corporate Franchise City States 1.0. Die sind nicht physisch, sondern virtuell? Ja, irgendwie muss man ja anfangen, nicht? Also die, genau. Natürlich kann man da noch nicht einziehen. Das kommt dann erst noch. Also das ist in Snow Crash beschrieben, diese Corporate Franchise City States, wo die Leute sich dann überlegen, zu welcher Corporation sie gehören wollen und dann einziehen in Facebook Country. Wir haben so zwei verschiedene große Philosophien dabei identifiziert. Die eine ist die, so wenn ihr nicht bezahlen wollt, dann werdet ihr halt verkauft. So, if you are not paying, you are being sold. So, und das ist halt so die... Das ist die eine Philosophie. Die andere Philosophie ist, you are paying and being sold. Genau. So, also es ist halt so, Facebook und Google gehören zur ersten Kategorie, Apple zur zweiten. Es ist zwar etwas teuer bei ihr, dafür ist man unter sich. Genau. Also Apple hat ja tatsächlich es geschafft, nicht nur die Daten zu nehmen, sondern auch noch das Geld. Das ist schon, ziemlich cool. Genau, das ist irgendwie das Sylt-Modell. Ja, ansonsten denken wir, dass 2011 die Datenhygiene 2.0 eine wichtige Fähigkeit werden wird. Wir haben ja letztes Jahr... Letztes Jahr gesagt, dass man seine Suchmaschine nicht anlügt und deswegen gibt es dieses Jahr eben die Aufgabe, so zu googeln, dass man nicht nach dem Begriff sucht, nach dem man googeln möchte, sondern sozusagen über Bande sucht nach anderen Begriffen, mit denen man dann trotzdem die Webseiten, die man haben möchte, bekommt. In die Irre führt. Nur mal so als gedankliche Übung. Ja, Privacy Tools für Mobilgeräte sind 2011 eine Baustelle, die auf jeden Fall vorangehen sollte. Es gibt da erste Ansätze, die aber momentan noch nicht so richtig für alles funktionieren und noch nicht so richtig gut sind. Da muss eine Menge passieren. Informationskreismanagement wird etwas, was wir alle lernen werden. Also wenn man sich so einfacher Fall, so man hat halt also einen Twitter-Account, auf dem sind die Freunde, mit denen man gerne ein Trinken geht und dann hat man den anderen Twitter-Account, den irgendwie alle subscriben können und lesen können und dann gibt es noch vielleicht noch den Facebook-Account und dann noch den zweiten Facebook-Account und diese ganzen Dinge und sich da so ein bisschen zurechtzufinden und zu gucken, wer denn was lesen darf oder nicht und warum, wird immer wichtiger, weil wir festgestellt haben, es gibt ja immer diesen schönen Spruch, so, aber ich habe doch nichts zu verbergen und wir haben dann letztendlich festgestellt, eigentlich hat jeder was zu verbergen, die Frage ist eigentlich immer nur, vor wem? Und damit? Ja, und das kriegt keiner hin, oder? Also ich meine, kriegt keiner hin. Da, das ist mit viel Selbstdisziplin verbunden, denke ich. Ja, oder so ein Gefühl entwickeln. Also, ja, das ist halt die, wie nennt sich das dann, die Medienkompetenz? Was ist denn die Datenkompetenz? Datenkompetenz. Ja, ja, funktioniert. Gut, daran müssen wir nächstes Jahr alle arbeiten. Damit sind wir dann durch. Und wünschen einen guten Rutsch ins Jahr 1984.